7 Uhr morgens hier am Kennedy Space Center in Florida. Die Sonne geht gerade auf, aber kalt ist es noch. Hier hinter mir, dieses große Gebäude, das ist das Vehicle Assembly Building, das VAB. Hier werden die amerikanischen Raumfähren zusammengebaut. Das heißt, der Orbiter kommt auf den großen braunen Außentank und an den wiederum kommen die weißen Feststoffraketen. Und vor ungefähr einer Stunde ist aus diesem VEB, aus dieser riesigen Montagehalle, die Raumfähre Discovery rausgerollt, ist diesen Weg hier entlang gerollt und da steht sie jetzt. Discovery auf dem Weg zur Startplattform 39B. Das Ganze mit ungefähr 2 km/h. Das dauert 4 bis 6 Stunden. Und hier wird sie nun starten Mitte Februar und zur ISS fliegen.